Will Smith has it, Britney Spears has it, Channing Tatum has it, Jamie Oliver has it, Taylor Swift has it. They all have publicly confessed to the Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD for short. Almost everyone knows the book Slovenly Peter, although it is already 150 years old. Slovenly Peter himself, but also Johnny Head in the Air and Fidgety Philip are ADHD children with quite different characteristics. ADHD has always existed, but in our performance-oriented society, all those affected by it are far more likely to stand out. They are expected to perform at the same time. They are constantly distracted by various stimuli, for example smartphones, which continuously claim their attention. Wenn wir heute das diskutieren, dann glaube ich, dass wir ein Problem haben, das von den Kindern erwartet wird, dass sie im Grundschulalter schon verstehen, dass sie jetzt leisten müssen, damit sie dann später einen guten Übertritt aufs Gymnasium schaffen können. Während es früher so war, da vorne war der autoritäre Lehrer gestanden und der hat gesagt, lernt es, macht es. Und damit sind die meisten Kinder, so schlimm das war, irgendwie auch durch das System durchgegangen. Niemand hat eine Zukunftsangst gehabt. Und jetzt haben wir total verunsicherte Eltern, die den Kindern viele Freiheiten einräumen in den ersten Lebensjahren, wo man auch viel von der Verhaltenssteuerung letztlich noch bedingen, beeinflussen kann. Dann sind plötzlich alle verwundert, wenn die in die Grundschule kommen, dass sie nicht von sich aus ein angepasstes Verhalten zeigen, wenn sie jetzt plötzlich im Klassenzimmer da sitzen müssen. Aber selbst da sind die Strukturen dann wieder viel offener. Da sitze ich dann am Gruppentisch, ich habe mein Gegenüber, ich werde von dem abgelenkt, die Klassenzimmer sind alle bunt, der Lehrer ist nicht mehr die Autorität, die vorne steht. Und während viele Kinder, die eine normale Steuerungsfähigkeit haben, damit gut umgehen können, bleiben die ADHS-Kinder in diesem Kontext dann zurück, weil sie das eben nicht leisten können. The main symptom of ADHD is the attention deficit and has a great influence on deliberate attention control. Not to be able to deliberately control things is certainly something many are familiar with, e.g. when they suddenly blush in awkward situations. This is disconcerting, but it is not possible to control it deliberately. ADHD belongs to the group of behavioral and emotional disorders. People with ADHD have a different perception of their environment. ADHD children feel, think and act differently. ADHD occurs in about 5% of all children. Attention deficit hyperactivity disorder is a generic term for two forms of the defect pattern, with and without hyperactivity. Those affected by ADD, that is people who suffer from an attention defect but are not hyperactive, often appear dreamy and sometimes even retarded. Hyperactive people with ADHD, however, are often restless, fidgety and can hardly control their impulsive movements. It has been scientifically proved that hereditary influences are mainly responsible for ADHD. Through lack of messengers in the brain, people affected are almost unable to filter information. Und daraus resultieren eben Konzentrationsstörungen, daraus resultiert die Schwierigkeit, Wichtiges zu erkennen, daraus resultiert auch Motivationsprobleme und daraus resultiert auch die Kontrolle über die Gefühle zu haben. What is important, however, is neither education nor environmental factors are the causes of ADHD, but they influence its course in positive or negative ways. Wir wissen, es ist sehr förderlich, wenn Kinder Unterstützung bekommen, wenn Kinder viel Sport machen, wenn Kinder auf dem Land aufwachsen, wenn viel Grenzen und Regeln da sind, die auch eingehalten werden, dann ist das für ADS-Kinder hilfreich. Overstimulation due to TV, computer games, smartphones or chaotic surroundings are not causes of ADHD either, but they can enhance ADHD symptoms. Ich weiß, dass ich ADHS habe seit circa meinem vierten Lebensjahr. Eigentlich wusste ich das schon immer, ich bin damit aufgewachsen. Mein Bruder hatte auch ADHS und meine Eltern auch. Deswegen war es immer so ein Begriff. Mit dem habe ich aber halt in den jüngeren Jahren eigentlich nie was anfangen können. So. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir eben gesagt hatte, dass wir damals, als ich noch in Amerika gelebt habe, mit vier dann zu der Kinderpsychologin gegangen sind. Und ich dann damals meine Diagnose bekommen habe. Ich war früher
der größte K.O. sozusagen, auch komplett hyperaktiv, durchgedreht. Einfach als dann ganz schnell gereizt. Zum Beispiel wusste ich, dass ich in der Klasse mich einfach nicht konzentrieren konnte zum Beispiel oder dass ich einfach die ganze Zeit rumgehampelt habe, obwohl ich es gar nicht so richtig wollte und ich der Einzige war in der Klasse, der so drauf war. Und hatte ich halt mit der Diagnose eine Erklärung dafür. Ich glaube, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich gesagt habe, ich bin so wie die anderen. Es war immer, ich war anders. Und das war in vielen Teilen auch ein beunruhigendes Gefühl, aber auch etwas, womit ich mich auch besonders gefühlt habe. Das hat mich auch dazu motiviert, immer so optimistisch durch all die Jahre zu gehen, auch mit all den Therapien und so weiter. Ja, jetzt heutzutage ist es so eigentlich, dass ich meistens in der Klasse so der Ruhige bin und der auch sozusagen mehr ab kann, im Gegensatz zu anderen. Also ich kann mich mit meinem ADHS auf Dinge, die mich interessieren, sehr stark fokussieren, kann da ewig lang dran arbeiten, ewig dran tun und machen. Zum Beispiel, ich lerne gerade eine Programmiersprache und kann da stundenlang mich dran setzen, ohne zu ermüden und daran weiterarbeiten. Es führt auch zu meiner Spontanität, zu meiner Kreativität, dass ich auch, wenn ich Sachen sehe, wo ich mich nicht zweimal fragen muss, schreite ich da ein oder schreite ich da nicht ein, da schreite ich ein. Ich glaube, das ist so eine Sache, die mich ausmacht und die will ich auch überhaupt nicht vermissen. Gut, ich habe ADHS, habe ein paar Nachteile, aber die kann ich sozusagen halt einfach gucken, dass ich die ausblenden kann und die mit anderen Sachen, also in den positiven Seiten sozusagen wieder auffüllen. Und so ist es an sich auch wieder im Gleichgewicht. Vieles bleibt einem doch erhalten. Das heißt, so dieses Thema, sich selber zu organisieren, dieses Thema, die Kontrolle über die Gefühle zu bekommen, rechtzeitig in die Gänge zu kommen, Sachen zu Ende zu machen, das ist oft auch noch im Erwachsenenalter eine Herausforderung, damit einen guten Weg zu finden. Aber im Erwachsenenalter ist es ja eher möglich, dass ich mir meine Bedingungen so ein bisschen selber auswähle. Welchen Beruf will ich ergreifen, dass der zu meinen Stärken und Fähigkeiten, aber auch zu meinen Schwächen passt. Insofern kann Heilung in dem Sinne irgendwann so sein, dass keine Behandlung nötig ist mehr, aber zum Teil bestehen die Symptome eben weiter vor. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich Menschen sucht, die einem gut tun und die zu einem passen. Due to their way of thinking, they can be very creative and judicial, thus developing completely new perceptions. Among them there are, apart from artists, also the politician Christoph Lauer, the physician and comedian Eckart von Hirschhausen, the professional athlete and world champion Sven Otke, and the author of books and blogger Sascha Lobo. It is important to detect ADHD as soon as possible in early childhood in order to arrange for help and support in good time. Also einen speziellen ADHS-Test gibt es nicht. Also das wird häufig gefragt, ich möchte mein Kind auf ADHS testen, machen Sie mal den Test. Die Diagnostik setzt sich aus verschiedensten Bausteinen zusammen. In einem Gespräch mit den Familien und den betroffenen Kindern werden erstmal die Kinder und die Eltern ausführlich zu den Problemen in der Schule, im Freizeitverhalten und auch in der Familie befragt. Die Lehrer werden häufig ebenfalls befragt, häufig mittels Fragebögen, die wir ausgeben. Zusätzlich werden für die Untersuchung der Kinder und Jugendlichen verschiedene Leistungstests eingesetzt. Die Verhaltensbeobachtung der Kinder und Jugendlichen in den Untersuchungen sind ebenfalls sehr wichtig und sehr aufschlussreich. Da lassen sich auch viele wertvolle Hinweise finden. Und letztendlich ist auch nochmal die Fragebogendiagnostik der Eltern und der Kinder auch ganz, ganz wichtig. Und am Ende des ganzen Prozesses findet eine Auswertung aller Ergebnisse statt. Und die werden auch mit den Familien, also mit den Eltern und den Kindern und Jugendlichen ausführlichst besprochen. Also es gibt ja keine spezifischen Tests, mit denen man eine ADHS wirklich sicher bestimmen kann. Also sammeln wir mit allen Tests, die wir machen, Hinweise. Und regelmäßig gehört als ein Baustein dazu für die Diagnostik ein Konzentrationstest, der bei uns immer am Computer stattfindet. Das heißt, es gibt eine einfache Aufgabe, die aber für Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung oft sehr schnell sehr langweilig werden. Und wir gucken in diesen Konzentrationstest dann, ob die Kinder trotzdem bei dieser langweiligen Aufgabe bleiben können. Das ist für uns ein deutlicher Hinweis. Wir testen mehrere Dinge in diesen Tests, also zum einen, wie schnell die Kinder reagieren, wie kontinuierlich sie arbeiten
und ob sie Ergänzungsfehler machen oder Auslassungsfehler machen. Und das können Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung regelmäßig schlechter als Kinder ohne eine Aufmerksamkeitsstörung. Ein weiterer Baustein in der Diagnostik, der uns auch ganz entscheidend wichtig ist, sind immer die Leistungsteste. Das heißt, wir messen die Intelligenz, und wenn die Intelligenz anders ist als die Dinge, die Kennzeichen sind für eine Aufmerksamkeitsstörung, wenn da ein großer Unterschied ist in den Ergebnissen, dann bekommen wir weitere Hinweise, die wichtig sind für uns. When the ADHD symptoms become a serious problem, families can ask for help at child guidance offices, youth welfare offices, from doctors and therapists. In addition, there are numerous self-help groups nationally, both for parents and the affected children themselves. Der ADHS Deutschland e.V. ist eben ein eingetragener Verein, im Grunde ein Dachverband von zahlreichen Selbsthilfegruppen, die für Betroffene selbst mittlerweile, weil es eben auch durchaus eine ganze Reihe von Gruppen gibt für Erwachsene und eben Angehörige, oft Eltern eben von Kindern mit ADHS, eine Unterstützung bieten. Im Grunde ist es zweigeteilt. Das eine ist diese Selbsthilfe, wo jeder mit jedem spricht, die Gruppen. Wir haben aber auch Internetberatung, wir haben Telefonberatung. Und der zweite Teil ist eben, dass der Verband auch die Aufgabe hat, letztlich für eine Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen, damit die Akzeptanz für ADHS verbessert wird. Professional treatment is quite diversified today and not limited to prescribing medication. There are numerous promising therapies and group offers, such as psychomotor activity and ergotherapy, up to individual behavior therapy. Ja, es geht zum einen darum, dass man diese Diagnose erstmal stellt und dann einfach auch eine Erklärung geben kann, was sind denn die Besonderheiten von ADS, worin bestehen die Schwierigkeiten von ADS. Und das muss man auch kindgerecht machen, dass einfach auch die Kinder ein Modell davon kriegen, was, ja, dass sie das greifen können. Was ist denn mit meinem ADS? Warum habe ich das? Was sind die Auswirkungen davon? Dass man natürlich auch den Eltern Unterstützung gibt, wie gehe ich mit den ADS-Symptomen um, dass man mit den Lehrern spricht und erklärt, worin die Schwierigkeiten der ADHS-Kinder bestehen. Der nächste Schritt wäre dann eben auch Stärken fördern. Und das ist ganz wichtig, dass man ADS eben nicht nur als Defizit begreift. Ich sage immer, ADS ist eine besondere Art zu sein. Ein guter Platz in der Gemeinschaft finden, Sportvereine, Pfadfinder, Musikvereine, und das alles ist oft für ADHSler sehr wichtig, weil man da einfach auch soziales Training hat, weil man auch da gute Erfahrungen machen kann, wenn man etwas gut kann. ADHS-Kinder haben oft wenig Erfahrung von Erfolg, und den brauchen sie dringend. Und das ist schade, wenn sie einfach immer nur Misserfolge und Niederlagen haben, und hier brauchen sie eine besondere Unterstützung. Nächster Punkt wäre eben Elterntraining. Eltern brauchen oft auch ganz konkrete Anweisungen. Wie gehe ich um mit problematischem Verhalten? Wie gehe ich um mit Trotz, mit Wutausbrüchen, dass sie eben angemessen ihr Kind unterstützen können? Es gibt dann auch spezielle Konzentrationstrainings für Kinder. Es gibt auch Verhaltenstherapie, und man muss einfach gucken, wie fördert man individuell das Kind. Das muss man einfach von Kind zu Kind sehen, welche Behandlungsschritte es bedarf. Und als letzter Schritt wäre eben auch die medikamentöse Behandlung. Die kann eben oft auch hilfreich sein, dass ein Kind überhaupt erst in der Lage ist, ja, Erfahrungen aufzunehmen und auch dann in seinem Leben umzusetzen. Seitdem ich jetzt alleine wohne, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich tatsächlich auch mal ohne die Medikation mal leben möchte. Und das war für mich weniger eine Frage, will ich abhängig sein von Medikamenten? Das war für mich mehr eine Frage, schaffe ich es? Schaffe ich die Aufgaben, die die Gesellschaft mir entgegenwirft? All die gesellschaftlichen Erwartungen, für die ich partout einfach gar überhaupt nicht motiviert bin, die zu tun und die zu erfüllen, dann schaffe ich das tatsächlich alleine nicht ohne Medikamente. Was ich aber für mich selber sage, für mich helfen die Medikamente, normal zu wirken, dass ich mich auch wohlfühle, dass ich mein Chaos in meinem Kopf nicht mehr so stark spüre. Es hilft mir einfach, fast, ich sage es jetzt mal einfach mal so, normal zu sein, dass ich quasi dasselbe kann wie andere Menschen. What is important for those who are affected is the structure of daily routine. How do I make lists so as not to forget everything? How do I start on an assignment? What must I focus on? What distracts me?
gerade für Kinder, die Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten selber zu kontrollieren, sind natürlich äußere Strukturen, die letztlich ein bestimmtes Verhalten auch ganz natürlich machen, weil es in gewisser Hinsicht vorgegeben ist, extrem wichtig. Das heißt jetzt für einen Alltag in der Familie, dass man bestimmte Regeln aufstellt, die dazu führen, dass man nicht so viele Alltagskonflikte letztlich hat. ADHD is a particular way of being and forms part of the personality of the people affected. It is a challenge for each individual to find a good way with it throughout their lives. Pupils affected by ADHD show striking behavior, which can be quite different depending on the manifestation of the disorder. Most children with ADHD would like to be like their friends, just as popular and accepted. But ADHD makes it difficult for them to behave as they would like to. So often, despair about being different and unable to change anything about it lurks behind the facade of the class clown. In der Grundschule habe ich es am meisten eigentlich mitgemerkt, weil ich einfach da vom Verhalten des nicht gecheckt habe, was ist da jetzt bei mir sozusagen falsch, was läuft da falsch, wieso ist es so, warum ausgerechnet ist es bei mir so. Das war dann noch am Anfang in der Zeit vom Gymnasium. Auf jeden Fall waren immer meine Interessen anders. Im Vorschulalter war es dann immer, ich wollte immer mehr Action, ich wollte immer mehr Aufregung, ich wollte immer mehr und mehr. Während die anderen schon immer sagen, na, nichts mehr, wir haben schon irgendwie genug. ADHD children are mostly driven by their psychomotor agitation, get up from their seats without permission, because they simply do not manage to remain seated quietly on their chairs. Because of their limited ability to remain attentive for a prolonged period, they often lack concentration during lessons. Their susceptibility to impulses often distracts them from lessons. Their own thoughts, noises and movements in their surroundings attract their attention. Thus, ADHD pupils often miss a lot of details in class, which makes it difficult for them to categorize and store what they have heard. Last but not least, they are constantly occupied with controlling their restlessness and struggling against the chaos in their own heads and in their satchels. When ADHD-affected people are corrected or contradicted, they can often be very easily offended, withdraw or get very angry. Then they quickly exceed the limits of others. People affected by ADHD often have a keen sense of injustice, and they can tenaciously hold on to their opinions once they have formed them. They can be very sensitive and easily offended, but then they are quickly cheerful and boisterous again. Especially important for people affected by ADHD is that fellow humans understand that their impulsive behavior is not meant badly in most cases, but an expression of their problems with properly controlling their emotions. Also jetzt gerade im Vergleich zu den früheren Lehrern und jetzt zu denen auf der Realschule, die ich jetzt hatte, war einfach der Unterschied ganz krass. Die auf dem Gymnasium, die haben halt gesagt, so hier mach deine Sachen fertig, das ist fatal sozusagen für uns. Wir sagen uns so, ich habe keinen Druck dazu, mache ich es einfach nicht, interessiert die ja nicht. Letztendlich haben wir dann am Ende das Problem, wir können die Sachen nicht. Und das war jetzt dann zum Beispiel auch auf der Realschule komplett anders, da haben die Lehrer wirklich sich um einen gekümmert sozusagen. Gerade bei mir sind die Lehrer ein bisschen mehr darauf eingegangen, so ja komm ey, das und das ist dann halt, das kannst du nicht. Am Ende in der Arbeit kriegst du dann wieder eine schlechtere Note. Und das will man ja am Ende nicht. Also gerade einfach diese Kommunikation mit den Lehrern, dass nicht einfach so die Lehrerbasis ist, ja, ist halt mein Lehrer, sondern auch so ein bisschen mit so als Freund rüberkommt. Ich glaube, ohne diese Lehrerin hätte ich zum einen nicht mein Abitur geschafft. Ich hätte nicht die Motivation bzw. dafür aufbringen können. Noch hätte ich es quasi mental mit dem Verhältnis meiner Klasse, die zu dem Zeit recht schwierig war, überhaupt geschafft. Durch ihr habe ich auch überhaupt gelernt, auf andere Menschen versuchen zu verstehen, auch nicht immer aus meiner Perspektive, ich bin so wie der andere zu denken, sondern der andere kann es auch anders interpretieren, er kann es auch anders verstehen. Und mein Verhalten kann zwei verschiedene Reaktionen und nicht nur eine bestimmte Reaktion auslösen. Und
ich glaube, wäre sie nicht gewesen, das war sozusagen für mich fast wie ein Glücksfall, dann wäre ich zum einen nicht die Person, die ich heute wäre, geschweige denn mit dem Studium, noch mit einem eigenständigen Lebensstil. It is important that teachers and fellow pupils understand and accept the special problems of the pupils affected. That does not mean they have to condone and tolerate no matter what. Affected people need clear limits, just like everybody else, and it must be pointed out to them when they exceed these limits, especially when they hurt others in the process. Affected people themselves suffer from their lack of concentration, mood swings, and uncontrolled behavior. Classmates cannot understand these behaviors, and in addition, the teacher disrupts the restlessness, distractibility, and slowness. Thus, the already strained classroom situation becomes especially challenging. Understanding the causes of ADHD is a prerequisite for acceptance. Nevertheless, limits must be set, and disruptive behavior must be brought home to those responsible for it. Let us state in advance, there is no button to deactivate those who are affected. Measures at school cannot replace therapy. And there is no patent remedy because, as diverse as the framework at individual schools, the teachers, the class, and the affected pupils themselves are, as individual are the possibilities that must be found in order to make social interaction easier for everybody. Everyone in class should benefit and feel comfortable, teachers as well, who are overburdened enough as it is by oversized classes. A fixed seat in all classrooms at the very front near the teacher, if possible on a bench of their own and not directly at the window, is helpful to affected pupils. It can be of advantage if the teacher introduces agreed-upon signs or cards with clear instructions so as not to be obliged to interrupt classroom activities by constant exhortations. And sometimes one or the other abnormality should be overlooked in order to make lessons run smoothly. Small activities such as wiping the board or collecting materials channel the urge to move of ADHD pupils and frequently provide relief. Also, movement games for the whole class help to re-establish attention and concentration. What pupils with ADHD need more urgently than all other pupils is positive reinforcement. Sometimes even praising partial success is already sufficient to bolster low self-confidence. Current resolutions, whose implementation is worked on by the whole class in a particular week, can make sense for the entire class, such as do not talk until you are called up. Often the resolutions can be carried through more easily when the pupils themselves are allowed to make suggestions. Booster plans, a kind of reward system for keeping agreements, can be helpful, as well as so-called if-then plans for improving behavior control and self-regulating one's behavior. Even though children with ADHD often do not make things easy for teachers and fellow pupils, it means a lot to them to be respected members of their class. Ich will auf jeden Fall ich selber sein. Ich möchte aber auch von anderen Menschen respektiert werden. Nein, aber ich möchte auch von anderen Menschen respektiert werden. Und ich möchte aber auch dasselbe schaffen. Das ist sozusagen eben dieser große Stolz in mir. Ich will dasselbe schaffen wie andere. Mobbing can be prevented when pupils can learn to understand children with ADHD better and can set them distinct limits with a clear no instead of endless discussions or tussles. During break, the fellow pupils of ADHD-affected children should not leave them to themselves, but integrate them in their games. Good and surprising ideas are part of the repertoire of those affected by ADHD, as well as humor and irresistible charm.
they should be given the opportunity to show and develop these strengths also at school. Mir ist es letztlich wichtig, dass die ADHS als eine Verhaltensvariante anerkannt wird und nicht als das Störungsbild gesehen wird, was im Grunde Kinder von vornherein ausschließt von bestimmten Aspekten oder Teilhabe an bestimmten Gruppen. Was so gesehen wird, dass man es im Grunde wie eine Krankheit behandeln muss und ansonsten ist es mehr oder weniger unmöglich, dass diese Personen in der Gesellschaft ein normales Leben führen. Und insgesamt auch die Information darüber, dass es einfach durch eine genetische Disposition von Anfang an Kinder gibt, die ein besonderes Verhalten zeigen, sich schwerer tun, sich in Gruppen einzufügen, sich in Gruppengemeinschaft dann auch zu konzentrieren und dass man auch die Pädagogik ausrichtet auf solche Kinder und nicht nur diejenigen bedient, die letztlich gut selbstgesteuert im Alltag sich bewegen. Ich finde, die Gesellschaft muss bereit werden für ADHS. Die Gesellschaft braucht Menschen mit ADHS.